So, hi Leute. Das hier ist meine alte Drohne, die Mavic Pro Platinum. Hat mir jahrelang treue Dienste geleistet, war, ich glaube, 6 Jahre lang an meiner Seite. Und das sieht man auch. Ich habe die vor 6 Jahren, glaube ich, auf Mallorca geholt, oder vor 5 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr. Und habe die überall dabei gehabt, Ibiza und Gran Canaria. Ich glaube, in den USA hatte ich sie auch dabei. Also die war echt überall am Start, ich muss sagen. Sieht man auch. Ich bin mit meinem Equipment immer ziemlich rustikal, was das angeht. Also ja, hat bis hierhin treue Dienste geleistet, aber ich komme langsam an den Punkt, wo die Qualität einfach mit den neuen Drohnen nicht mehr mithalten kann. Und vor allem das hier, dieser ganze Prozess mit dieser Fernbedienung, aufklappen, Handy rein, dann diese ganzen DJI-Apps, dann das Kabel hier durchfummeln, dann hat es einen Wackelkontakt, dann funktioniert es nicht richtig. Das war einfach irgendwann an einem Punkt, wo man einfach keinen Bock mehr hatte, das aufzusetzen. Und ja, nach und nach haben sich jetzt ein Akku nach dem anderen verabschiedet. Ist halt so, wenn man Akkus lange Zeit nutzt, dann gehen die kaputt. Ich dachte, bevor wir zur neuen Drohne kommen, nochmal die schönsten Aufnahmen der DJI Pro Platinum. Also ja, viel Spaß und rest in peace. So, okay, und wo wir jetzt die Trauerzeremonie hinter uns haben, das hier ist die, wo habe ich sie denn? Hier ist er. Das hier ist meine neue Drohne, die Mini 3 Pro. So, ja, ich fliege für die nächsten 4-5 Monate wieder nach Bali und habe einfach mal wieder eine neue Drohne gebraucht. Ich war letztes Jahr schon ohne Drohne da. Das hat sich irgendwie so nicht vollständig angefühlt und deswegen ja, war es an der Zeit. Und ich habe mich für die Mini 3 Pro entschieden, weil sie einfach in diesem kleinen handlichen Format kommt und trotzdem eine super Qualität hat. Von daher schauen wir mal. Okay, jetzt. Und die ist echt leise. Ich weiß nicht, sie ist jetzt 2 Meter vor mir. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt. Gut, das Ding piept jetzt hier vor, wie verrückt. Und ja, vielleicht mal ein paar Sachen, die mir gefallen. Und zwar erstens einfach die Größe, habe ich schon gesagt, dass sie einfach überall reinpasst und dass sie einfach nicht viel Platz wegnimmt. Mit dem Gewicht von 249 Gramm ist halt erstmal schön, dass der Rucksack nicht so schwer wird mit der Drohne. Und zweitens, regeltechnisch in Deutschland, ab 250 Gramm braucht man dann diesen Drohnenführerschein. Ist in Indonesien, wo ich jetzt hingehe, scheißegal. Aber ja, gut zu wissen, dass man da ein bisschen mehr auf der sicheren Seite ist. So, dann was für mich auch noch dazu gehört, ist einfach dieser Hochkantmodus. Hat meine alte Drohne auch gehabt und im heutigen Zeitalter ein paar Drohnen haben es mittlerweile nicht mehr gehabt. Aber heutzutage gehört für mich ein Hochkantmodus einfach dazu, wo ich die Kamera umstellen kann. Shorts, Reels, TikToks, Instagram-Fotos im Hochkantformat, im 4:5-Format. Deswegen ist es schön bei der Drohne, dass ich weiß, ich kann die einfach umstellen auf Hochkant und dann funktioniert das. Was auch cool ist, ist einfach der Akku. Ich kann das Ding jetzt hier fliegen lassen, habe immer noch 18 Minuten. Diese kleinen Akkus halten bis zu über einer halben Stunde, 35 Minuten teilweise. Und das ist halt schön, dass ich weiß, ich habe 2 Akkus dabei, die sind sauleicht. Aber schön zu wissen, dass man sich darauf verlassen kann und dass ich mit dem halt eine halbe Stunde lang plus fliegen kann. Und was ich halt auch geil finde, einfach die Fernbedienung. Jetzt habe ich hier einen Bildschirm dabei, wo ich jetzt tagsüber richtig viel gut sehen kann. Ich habe hier alle Funktionen integriert und ich mache das Ding an, ich mache die Drohne an und bin bereit loszufliegen. Also einfacher kann es echt nicht sein. Und vor allem kann ich jetzt auch diese kleinen Knubbel hier abschrauben und hinten ran machen. Die nehmen ja von der Tiefe her auch nochmal ein bisschen Platz weg. Das ist halt auch ganz cool. Und ich habe nochmal die Möglichkeit, auch in die Fernbedienung reinzuspeichern. Also ich habe hier nochmal einen Micro-SD-Kartenslot, kann auch intern aufnehmen. Ich glaube, in die Drohne kann man auch intern aufnehmen. Und das ist natürlich einfach nur nice to have, falls noch was mit der Drohne passiert. Okay, machen wir mal einen Rocket-Shot. So, die Drohne macht das alles alleine. Ich kann einfach nur zugucken, sehe den Prozess hier, 30% erledigt. Also schon geil, für jemanden, der auch nicht viel, der jetzt kein gutes Fingerspitzengefühl hat, sind diese
Master-Shots und so weiter schon echt nice. Aber gut, ich lasse ihn mal fertig machen hier und hol mal die Kamera. Weil heutzutage muss man als Drohnenpilot schon gar nichts mehr machen. Drohne macht das alleine. So, alles klar. Und was sagt ihr für so ein kleines 249 Gramm schweres oder leichtes Teil, mit dem ich 12 Kilometer durch die Gegend fliegen kann? Schon echt nicht schlecht, oder? Aber ja, ich werde sie jetzt mal mit zum Härtetest nehmen nach Asien. Jeden Tag über 30 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit und so weiter. Von daher mal gucken, ob sie sich da gut schlagen kann oder ob sie so ein bisschen zu meiner neuen Lieblingsdrohne werden kann. Aber wenn ihr Fragen habt, haut die gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Ciao.